I am the Jochen and this is the Frühsport für Freitag, den 19. März 2021. Das wird so ein Tag, ja, der wird stattfinden. Wir werden ein bisschen Sport gucken, aber alt werden wir da nicht. Das kann ich schon mal sagen. Ich bin auch momentan nicht so wirklich in großer Motivation, muss ich sagen. Ich bin noch ein bisschen geschlaucht von diesem Hin und Her. Jetzt bin ja im richtigen Leben, bin ich ja Lehrer. Und heute hat in Hessen, die hessische Regierung hat heute wieder den für Montag geplanten Wechsel zum Wechselunterricht, den sie letzten Donnerstag als Alternative zum Distanzunterricht verkündet hat, nachdem sie vorletzten Freitag verkündet hat, dass der Distanzunterricht erstmal bis Ostern noch bestehen bleiben soll, jetzt wieder einkassiert und jetzt bleiben wir doch im Distanzunterricht bis auf Weiteres und werden dann nach den Ferien nochmal versuchen, in Wechselunterricht überzugehen. Warum ich das erzähle? Ja, weil es mich ein wenig umtreibt und weil heute auch echt nichts los ist. Das ist ein ganz mauer Sporttag. Die Highlights heute sind schon Europapokal-Auslosung und hoffen, ob in Lenzerheide Ski Alpin stattfinden kann. So grob zusammengefasst. Es ist echt mau. Wir gehen es mal durch. Ich verspreche jetzt schon, dass ich morgen wieder viel motivierter sein werde. Das Wochenende wird gut. Aber heute kannst du nicht viel mehr machen draus. Europa League, Viertelfinale. Wir sind komplett. Gestern gab es die Achtelfinal-Rückspiele. ManU im Topspiel gegen Milan durch Pogba 1-0 gewonnen. Und damit weiter. Arsenal hat wieder verloren zu Hause gegen Piräus, wie schon letztes Jahr im Rückspiel. Aber diesmal haben sie das Hinspiel zum Glück hoch genug gewonnen, nämlich 3-1. Nicht nur 1-0 wie letztes Jahr. Und deswegen gab es keine Verlängerung, sondern sie sind weiter, die Gunners. Die Überraschung des Abends gelang wieder mal Zagreb. Die haben 3-0 gewonnen nach Verlängerung gegen Tottenham. Nach 0-2 im Hinspiel. Da habe ich gestern noch gesagt, die sind durch, die Spurs. Aber nein, dreimal Mislav Orsic für Dynamo Zagreb, der sie ins Viertelfinale gebracht hat. Ansonsten haben sich Favoriten durchgesetzt. Granada gegen Molde, Villarreal mit dem ehemaligen Arsenal-Trainer Emery, der jetzt gegen Arsenal gelost werden könnte. Das wäre sicherlich nicht ganz uninteressant. Ajax Amsterdam ist weiter, AS Rom ist weiter und Slavia Prag hat in Glasgow gewonnen und ist weiter. Das ist eine Überraschung. Glasgow hat das letzte Mal zu Hause verloren, als noch Zuschauer im Stadion waren. Und wir alle wissen, das ist lang, lang, lang her. Also die letzten acht, die wir jetzt haben, sind zweimal England mit ManU und Arsenal, zweimal Spanien, Granada und Villarreal, sowie Zagreb, Ajax, Rom und Slavia. Gelost wird heute um 13 Uhr live auf The Zone und auf Eurosport 1 zu sehen. Und davor schon um 12 Uhr die Champions-League-Auslosung mit Dortmund und mit Bayern, die aufeinandertreffen könnten. Dazu drei Engländer, wir haben das ja gestern schon besprochen, plus Real, plus PSG, plus Porto aus England. Ich sage es einfach nochmal, Man City, Chelsea und Liverpool dabei. Und das wird um 12 Uhr überall gezeigt. So gefühlt Eurosport 1 überträgt, Sky Sport News überträgt, The Zone überträgt, FC Bayern TV überträgt, kein Witz. Also da kann man überall gucken. Und wie gesagt, es ist somit eines der Highlights des Sporttages, diese Europapokalauslosung. Und es wird das Halbfinale gleich mit ausgelost. Es gibt keinerlei Restriktionen mehr. Alles kann, nichts muss. Ab 12 Uhr überall zu sehen. Ich sage euch aber auch morgen, wie es ausgegangen ist, wenn ihr Lust habt. Also müsst ihr gar nicht gucken heute. Einfach morgen hier wieder reinschauen. Fußball. Ja, zweite Liga, heute angesetzt Kiel gegen Hannover, das hätte ganz nett werden können, da haben sie jetzt beide Corona- und Covid-Fälle im Team, deswegen fällt es aus, passt aber ganz gut, weil sie eh beide jetzt betroffen sind, kann keiner sich beschweren, dafür gibt es ein Spiel, was stattfindet und das ist Paderborn gegen Karlsruhe, 18:30 Sky Bundesliga, ja, ist auch nicht so der Burner, Karlsruhe, Verfolger der Spitzengruppe, wie wir wissen, aber ja, kann man sich die Einer-Konferenz angucken auf Sky. Ich bin gespannt, ob Sky das sowohl als Einzelspiel als auch als Einer-Konferenz zeigt. Das wäre mal was. Einer-Konferenz mit, weiß nicht, mit einem, Jörg Dahlmann ist nicht mehr da, aber der hätte sich da jeweils dann selber die Bälle zuspielen können. Naja. Dritte Liga gibt es auch ein Spiel, 19 Uhr, Magenta, und zwar Saarbrücken gegen Viktoria Köln. Oh, auch so aus der Reihe, findet halt statt. Saarbrücken ja jetzt schon mit 9 Punkten
Oder waren es noch mehr? Also ein Riesenrückstand auf jeden Fall auf die Spitzengruppe. Ja. Auch das findet statt. Dann gibt es noch Bundesliga, 20:30 Uhr. Da können wir doch vielleicht jetzt mal gucken, oder? Und die Partie, nach der sich international alle Fans schon wie sagt man, die Zunge lecken? Nee, die Hände lecken. Da gibt es auch so ein Sprichwort. Die Fans lecken sich schon vor Freude, die. Ich weiß gar nicht. Ich habe nicht getrunken, möchte ich mal anmerken, falls es so gerade wirkt. Ist nur einfach ein echt ermüdender Tag gewesen. Bielefeld gegen Leipzig. Da sagt man in Shanghai, dafür stelle ich mir nachts auch den Wecker. Für Arminia Bielefeld gegen RB Leipzig. Guck mir das an. Wobei die Bielefelder haben ja letzte Woche in Leverkusen gewonnen. Das hätten wir nicht gedacht. Sind also richtig gut drauf, nur ob es für Leipzig reicht, bezweifle ich. Ja, Auslandsfußball, da ist dann schon auch so Kategorie Leeds, Fulham gegen, nee, doch Fulham gegen Leeds United. Ja, die spielen auch in Spanien, die spielen auch in Italien, immer ein Spiel am Abend. Könnte auf der Zone alles gucken, England bei Sky, aber ist auch alles nicht doll. Vielleicht sogar noch ein bisschen interessant ist noch französische Liga mit Saint-Étienne gegen Monaco, weil Monaco immerhin Vierter ist. Ja, da habe ich es aber jetzt schon sehr bemüht. Olympia-Qualifikation gibt es, und zwar im Fußball bei den Männern. In Mittel- und Nordamerika wird nicht jetzt besonders relevant sein für uns. Es läuft gerade schon das erste Spiel. USA führt gegen Costa Rica. Die U23 jeweils. Aber ja, Handball ist auch noch Wochenende hier Quali für Olympia. Frauen diesmal die Turniere ohne Deutschland. Letzte Woche haben es ja die Männer geschafft, diesmal die Frauen, aber eben ohne deutsche Beteiligung. Mit deutscher Beteiligung findet die Basketball-Bundesliga statt. Die gibt es heute Abend um 19 Uhr, Oldenburg gegen Vechta. Auch so ein Spiel. Ja, kann man gucken. Und die Euroleague, da gibt es die Bayern gegen Anadolu Efes, 20:30 Uhr. Aus der Euroleague, wo auch, ich glaube, 30 Spieltage stattfinden. Das ist doch alles nichts, was einen Mockout. Dann eben Ski-Alpin-Weltcup. Da gibt es das Weltcup-Finale tendenziell oder theoretisch diese Woche in Lenzerheide. Vorgestern hatten wir die beiden Abfahrtsrennen nicht. Gestern hatten wir die Super-Gs nicht, weil sie auch ausgefallen sind, wetterbedingt. Nächster Versuch heute um 12 Uhr der Teamwettbewerb. Wir sind sehr gespannt, wie der umgesetzt wird. Wir erinnern uns mit Grausen an die Weltmeisterschaft. Da Stichwort rote und blaue Piste. Und sowas. Nee, mal gucken, was das morgen passiert. So Kategorie Unfall gucken werden. 12 Uhr jedenfalls auf Eurosport 2 wird es gezeigt. Oder später als Zusammenfassung im ersten noch. Nach dem Biathlon, denn Biathlon ist da und der Weltcup endet auch dort jetzt am Wochenende. In Östersund, 12:30 Uhr, gibt es den letzten Sprint der Frauen und den gibt es im ersten live. Und um 15:30 Uhr den Sprint der Männer, den letzten. Ohne Arndt Peiffer, der fehlt schon, ist ja zurückgetreten. Alles Gute im Ruhestand, lieber Arndt Peiffer. Und den Sprint der Männer, den gibt es dann auch auf Eurosport wieder, weil nämlich die mit den Auslosungen bis dahin dann fertig sind. Eurosport 1 wird das gezeigt. Und im ersten sowieso die beiden Biathlon-Rennen auch natürlich live zu sehen. So. Ist noch was? Bisschen College-Basketball gibt es auf der Zone, wer möchte. Es gibt ein Radrennen auf Eurosport, was nicht besonders speziell ist. Tennis, das wollte ich noch erwähnen, siehst du, zum Schluss des Tages. Tennis, oder nein, wenn ich Herrn Bobic ziehen darf, am Ende des Tages. Ist dir das mal aufgefallen, dass Freddy Bobic so oft sagt, am Ende des Tages? Das sollte ich vielleicht öfters hier auch einbauen. Am Ende des Tages ist auch Tennis in Acapulco. Und da gibt es noch einen Achtungserfolg zu vermelden, denn gestern hat Dominik Köpfer sich gegen Milos Raonic durchgesetzt. Einer Laune raus, glatt gewonnen in zwei Sätzen. Das war schon ein Ding. Hätten wir nicht mit gerechnet. Der spielt gegen Cameron Norrie, beziehungsweise spielte, das ist jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da gibt es dieses Tennisturnier live, je nachdem, wann ihr hier dieses Video hört, von 1 bis 7 auf Sky Sport. Ist ein 500er ATP-Turnier. Sportskamerad Zverev ist auch dabei. Sascha Zverev, der steht auch im Viertelfinale, genau wie Köpfer. Und der spielt gegen Casper Ruud aus Norwegen im Laufe dieser jetzt gerade zum Freitag ablaufende Nacht. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es dann die Halbfinals ab 3 Uhr nachts. Falls da jemand sich einen Wecker stellen möchte, da könnte dann auch vielleicht Köpfer gegen Zverev spielen, denn die sind im Sitzbaum im selben Ast. Was ich noch schön finde, ist, Kevin Kravitz hat wieder möglicherweise sein Glück gefunden im Doppel, nämlich mit Jan-Lennard Struff.
Die spielen nämlich zusammen in Dubai beim 500er und haben da schon zwei Spiele gewonnen jetzt, stehen auch im Halbfinale gegen Kabal Farah. Wird meines Wissens jetzt auch nur für diese Woche sein, die Zusammenarbeit mit Struff. Aber das könnte vielleicht auch für Olympia was werden, wenn es denn stattfindet. Ist ja auch so ein Ding, ne, mit Olympia. Jetzt wird entschieden nächste Woche, ob die ausländischen Zuschauer überhaupt hin dürfen. Dann wird wahrscheinlich bald entschieden, ob es überhaupt stattfinden kann, nachdem es jetzt bei der Leichtathletik-Wettbewerben letztens zig positive Corona-Fälle hinterher gab. Mal gucken. Also, es ist gerade alles irgendwie so ein bisschen zäh. Trotzdem haben wir irgendwie jetzt 10 Minuten rum und ich glaube, das reicht dann auch. Also, ich kann schon mal versprechen, morgen, wie gesagt, bin ich wieder völlig euphorisiert hier und morgen geht es dann richtig ab mit einem tollen Fußballwochenende, mit Wintersport, mit, was haben wir noch alles? Radsport. Bin müde, ich gehe mal ins Bett. Wenn ihr Lust habt, mich wieder frischer und motivierter zu sehen, schaut morgen bitte wieder vorbei an dieser Stelle. Ich entschuldige mich für die vergangenen 10 Minuten Lebenszeit, die ich euch genommen habe. Aber selber schuld. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, bedanke ich mich trotz alledem. Habt einen schönen Freitag und bis dann. Tschüss.